Euch zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel morgen beim FC Ingolstadt. Wie immer neben mir Maurizio Jacobacci und dann darf ich euch auch gleich direkt um eure Fragen bitten. Die Mikros liegen bereit. Wer möchte heute beginnen? Matthias Eicher, bitte. Servus und guten Tag. Jetzt mit ein bisschen Abstand nach der 1-4-Niederlage gegen Dortmund. Wie können Sie sich denn erklären, dass nach dem guten Spiel in Aue das Spiel zu Hause eben leider auf die Art und Weise verloren ging? Ja, die Art und Weise waren die ersten, wir reden ja nur über die ersten 17, 20 Minuten. Noch einmal. Das Spiel dauert 95 Minuten und leider haben wir uns alles versaut in diesen ersten 20 Minuten. Auch wenn ich noch überzeugt war, dass auch nach dem 3-0 das Spiel hätte gewinnen werden können, ja, da war ich noch überzeugt, dass wir das Spiel noch drehen können. Und eigentlich die Partie nach den 20 Minuten eigentlich ein gutes Spiel war von unserer Seite aus. Auch wenn, klar, Dortmund sich zurückgezogen hat, uns das Spielgerät gelassen hat. Aber man weiß, wie schwierig es ist, wenn man gegen eine kompakte, solide Defensive des Gegners sich Aktionen herausspielen muss. Und das haben wir. Das haben wir in diesen 70 Minuten. Wir haben zwei Riesenchancen noch einmal, wo wir ein Minimum ein Tor erzielen hätten sollen, müssen sogar. Und dann auch in der zweiten Halbzeit sehr gute Spielaktionen gehabt haben, bis zum Strafraum. Und leider der letzte Pass oder die Flanke nicht so gespielt worden ist, um dann eben aus dieser eine Chance herauszuspielen. Und darum, an dem haben wir sicher gearbeitet. Und ganz klar ist, dass so etwas wie die ersten 20 Minuten nicht mehr passieren dürfen. Vor allem, wenn der Gegner nicht viel dazu beigetragen hat, dass eben die drei Tore so gefallen sind. Das muss man auch klar sagen. Sie haben uns nicht unter Druck gesetzt. Wir konnten gut aufbauen hinten raus. Es waren individuelle Fehler, die zu den Situationen geführt haben. Und noch einmal, an dem müssen und sollten wir eben vermehrt ein Augenmerk setzen und eben so konzentriert sein, dass eben diese individuellen Fehler eben nicht mehr passieren. Herr Jacobacci, was sind denn jetzt Ihre Ziele für die restlichen Spiele? Jetzt mit 60 Minuten der DFB-Pokal ist mehr oder weniger auch futsch, diese Qualifikation, die man als Mindestziel mehr oder weniger am Ende dann ausgegeben hat, nach dieser Negativserie. Was sind Ihre persönlichen Ziele jetzt mit 860 in den nächsten Spielen? Ja gut, es sind noch 27 Punkte zu vergeben und das Ziel ist ganz klar, wir wollen so viel wie möglich Punkte einfahren, weil das ist mir schon wichtig, diese Mentalität auf den Platz zu bringen und jedes Spiel so zu gestalten, dass wir punkten können. Und an dem arbeiten wir tagtäglich und die Trainingswoche, auch diese Woche, die war sehr konzentriert und ist sehr minutiös auch vorbereitet worden. Und darum gehe ich in dieses Spiel mit der Bewusstheit, dass wir auch in Ingolstadt, auch wenn es ein schwieriges Spiel ist, ein Derby ist ein Derby, man weiß nie, was passiert, es sind viele Emotionen dabei, aber wir dürfen nicht von dieser Mentalität wegkommen. Ich will ein Team auf dem Platz sehen, die sich eben zerreißt, arbeitet und dann, wenn sie den Ball hat, eben dann auch spielt, wie uns das vorstellen. Sie haben die Mentalität angesprochen, ist 60 München mit Lern von Mokalla besser? Ja, Mokalla bringt Attribute natürlich, die eben das Kämpferische vorleben. Ja, er ist nicht einer, der jetzt ein technisch Filigran-Spieler ist, aber er bringt Attribute, die enorm wichtig sind, auch in dieser Liga. Man weiß, in der dritten Liga ist das Zweikampfverhalten, die Aggressivität enorm wichtig. Nur kann man diese auch nur ausleben,
wenn man kompakt nahe am Gegner ist, damit man eben diese Zweikämpfe annehmen und gewinnen kann. Wenn wir gewisse Distanzen nicht haben, wird es schwierig, die Zweikämpfe anzunehmen und auch aggressiv zu wirken. Also heißt es, dieser Verbund in der Mannschaft defensiv, der muss bestehen, damit ihr effektiv dann eben Zweikampf annehmen kann, zweite Bälle erobern kann. Und aus diesem heraus entsteht dann eben diese Teamarbeit, die eben zu diesem Ballgewinn auch führt. Wenn der Erste den Ball nicht erobert, provoziert er vielleicht einen Fehler des Gegners, dass er sich den Ball zu weit vorlegt, wo dann der Spieler hinten dran, weil er die Distanzen hat, den Ball ran erobern kann. Das ist ja das Ziel. Man muss ja nicht unbedingt immer Foul machen oder den Ersten den Ball, die Balleroberung haben. Man provoziert dann einen Fehler im Dribbling, wo der Gegner den Ball zu weit vorlegt, wo dann der nächste Mitspieler dann diesen Ball eben übernehmen kann. Das ist ja das Ziel. Das Ziel ist, diese Kompaktheit zu gewährleisten, um eben nahe am Spielgerät zu sein. Christoph Leischwitz, dann Uli Kölner. Ja, Herr Jakubacci, Ihr Trainerkollege in Ingolstadt, der ist ja auch erst seit Anfang Februar da und der konnte seitdem noch kein einziges Mal mit derselben Startelf spielen, weil er so viele Verletzte hat. Jetzt fallen in Ingolstadt schon wieder weitere Spieler aus morgen. Wie kann man das als 1860 für sich nutzen, wenn da so wenig Beständigkeit beim Gegner im Spiel ist? Ja gut, Ingolstadt, wenn es mir recht ist, hat ein großgewachsenes Team. Es hat Zentimeter. Man hat ein Team aufgebaut, das von der Physis lebt, nebst der Technik. Sie haben ein Team zusammengestellt, das über die Aggressivität, über die Zweikämpfe, über die langen Bälle, zweite Bälle aufgebaut wurde, nach dem Vorgehen des Trainers natürlich, der vorher da war, und hat jetzt einen Trainer, der eher auf den spielerischen Akzenten dann jetzt versucht, von hinten aufzubauen und so weiter, und hat aber auch diese Qualität. Aber er hat noch genügend Spieler zur Verfügung, um ein sehr gutes Team auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, das Team ist unter Wert klassiert. Das muss man ganz klar sagen. Dieses Team hat sehr viel Potenzial, sehr gute Qualität und hat einen Mix von Erfahrung und jungen, hungrigen Spielern. Ich meine, der Schmidt, Testroy da vorne, das sind zwei enorm wichtige Spieler. Sie haben natürlich den Schött, wenn es mir recht ist, hinten der Schröck, der Captain. Es ist schon gespickt mit Erfahrungswerten in diesem Team und hat dann andere wie Bech, der 21 ist, sehr guter linker Fuß hat, sehr gefährlich ist, wenn man ihn zum Abschluss bringt. Also sie haben schon Qualität und klar haben sie den ein oder andere, der jetzt im Moment nicht dabei ist, aber sie haben doch einen großen Kader, wo sie das eigentlich wegstecken können. Und noch einmal morgen, es ist ein Derby und es wird über die Zweikämpfe gehen, es wird über die gewisse Härte gehen, kann auch ein wenig Provokation haben. Und wir müssen und werden auch bereit sein, diesen Kampf anzunehmen. Weil dieser Kampf, der wird stattfinden, ganz klar. Uli Kölner. Hallo, Herr Kopacki. Sie waren ja bisher nicht für sehr viele Rotationen bekannt. In Ihren Spielen hat meistens auf den Stammelf gespielt, die halt durch erzwungene Ausfälle auch kompensiert werden musste. Planen Sie jetzt nach dem 1-4 gegen Dortmund vielleicht mal größere Wechsel? Geben Sie anderen Spielern die Chance oder setzen Sie weiter darauf, eine Formation spielen zu lassen? Ja, also man muss aufpassen, mit sehr vielen Rotationen ins Team zu bringen, weil das kann auch Unruhe schaffen.
gewisse Kontinuität in den Abläufen, die wir jetzt eingespielt haben. Wichtige Abläufe, vor allem bei Ballbesitz, sage ich jetzt mal. Es hat wirklich sehr, sehr gute Momente gehabt, sei es gegen Dortmund, die Zwischenräume zu besetzen, die Bälle eben dorthin auch zu bringen. Diese Zusammenspiele verschiedener Spieler, die fangen an zu greifen, und wenn man dann doch zu viel dann auch wechselt, kann es auch passieren, dass dann das Ganze wieder einen Schritt zurückgeht. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten mit dem gesamten Kader natürlich an diesen Abläufen, und nichtsdestotrotz auch sehe ich jetzt nicht allzu großen Bedarf, jetzt zu viel Änderungen herbeizuführen, weil ich finde, die Arbeit in der Kontinuität ist enorm wichtig. Und ich sage einfach, die im Moment draußen sind, die müssen mir beweisen einfach, dass sie da reingehen wollen. Sie müssen mir tagtäglich immer wieder unter Beweis stellen, dass sie diesen Hunger haben, jetzt auch zu spielen. Aber dann kommt natürlich das Taktische auch noch dazu. Wie gesagt, diese Mannschaft hat Zentimeter. Und ich muss auch diesen Aspekt ein wenig in Betracht ziehen. Vor allem jetzt gegen Ingolstadt. 60 München steht ja im Niemandsland der dritten Liga. Kann es für Sie ein Ziel sein, dass man zumindest die beste bayerische Mannschaft in der dritten Liga am Ende sein wird? Weil Ingolstadt ist ja Bayern auch. Ja, gut. Noch einmal. Ich will einfach ein Team haben, das es nicht akzeptiert zu verlieren. Weil ich persönlich Niederlagen, ich hasse Niederlagen, und so eine Niederlage wie gegen Dortmund vor allem, die nagt und die will ich vergessen machen, so schnell wie möglich. Und wir haben eine große Möglichkeit in diesem Spiel jetzt schon. Es ist immer das nächste Spiel, das Wichtigste ist für mich, und vor allem jetzt in dieser Situation. Wir können nicht zu weit nach vorne schauen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass sich jeder auf immer das nächste Spiel konzentriert. Und das ist eben auch das Wichtigste ist. Es ist nicht das Übernächste, es ist dieses. Und es wird uns die Chance gegeben, in diesem Spiel etwas gut zu machen. Und ich bin mir sicher, dass das Team das auch verstanden hat. Ist Ihre Mannschaft schon so weit, dass sie diesen Gewinnerinstinkt verinnerlicht hat? Also diesen unbedingten Willen auch hat? Ich gehe davon aus, weil ich glaube, das letzte Spiel hat uns gewisse Dinge aufgezeigt. Und zwar, wenn du nicht voll bei der Sache bist, am Anfang, und es nur ein Spieler hat, der nicht voll bei der Sache ist, ein, zwei Ballverluste, das gibt eine Kettenreaktion. Es baut den Gegner auf. Der Gegner sagt sich, oh, heute ist etwas zu holen. Und vielleicht ist nur ein Spieler, der vielleicht nicht bei der Sache oder nicht voll im Spiel ist. Aber das kann eine Kettenreaktion provozieren. Und das müssen wir absolut unterbinden. Die Spieler, die spielen dürfen, die sollen eins, Freude haben, dass sie es von Beginn weg bestreiten dürfen, weil sie dürfen spielen. Sie müssen nicht spielen, sie dürfen spielen. Es hat andere, die im Moment nicht spielen dürfen, weil sie im Ersatz sind oder sogar zu Hause bleiben müssen. Und die spielen, die haben nicht das Recht, 99% abzurufen.
Ich erwarte, dass sie 100% abrufen. Nicht 101, es geht ja nicht. 100% ist 100, mehr als 100% kann ich nicht abrufen. Also ich verlange 100%ige Leistung. Das ist das Ziel. Das müssen Sie verstehen. Weil sonst haben Sie auf dem Platz nichts verloren. Und diese Einstellung, die erwarte ich von jedem Einzelnen. Das ist im Training so, das ist im Spiel so. Das ist ein Lernprozess, den müssen Sie verstehen. Was hat denn, es sind ja jetzt schon ein paar Wochen da, Herr Kubacki, was fehlt denn aus Ihrer Sicht der Mannschaft für ganz oben oder was hat der Mannschaft gefehlt für ganz oben? Die Gewinnermentalität. Ganz klar. Also, wie gesagt, wenn ich die Gewinnermentalität an den Tag lege, dann will ich jedes Spiel gewinnen. Aber nicht jedes Spiel nur im Spiel, sondern auch in den Trainings. Wenn ich ein Trainingsspiel mache, ein 6 gegen 6, 7, 7 oder 5 gegen 5, ja, kleine Tore, dann zähle ich die Tore. 1-0, 1-1, 2-1, 1-0 und so. Ich zähle die Tore. Es ist nicht der Trainer, der die Tore zählt. Es ist nicht der Trainer, der, wenn er nicht zählt, nicht mehr weiß, wie viel ist, was ist das Score. Sie sollten es zählen. Sie sollten sich bewusst sein, wie viel ist der Stand. Was ist das Resultat? Das ist etwas Wichtiges. Die kleinen Spiele, die kleinen Turniere, die man macht innerhalb einer Woche, die gewinnen wollen. Es geht ja nicht um Leben und Tod in diesem Spiel, aber siegen wollen ist auch da, die Mentalität, auch in den Trainingsspielen, in den kleinen Spielen, die wir machen, enorm entscheidend. Aber glauben Sie, dass das nur, nicht nur ein 60-Problem ist, sondern überhaupt im Fußball, der Fußball hat sich ja verändert. Wenn man sieht, waren selber Profi, ich glaube schon, dass es nicht nur an 60 jetzt mit diesem Kader zu tun hat, sondern insgesamt eben die Gesellschaft hat sich halt einfach verändert, oder? Ja, klar, es hat so viele Sachen, wie gesagt, Instagram, Facebook, wie auch alle diese Dinge heißen heutzutage. Man ist sofort immer am Handy, man redet fast nicht mehr miteinander, man muss praktisch Regeln installieren, wo man dann sagt am Schluss, Jungs, die Handys, die gehören nicht mehr in die Kabine, lasst sie im Auto und so weiter. Dann kommt man mit solchen Dingen, die, ich finde, wenn wir zusammen sind, dann sollte man miteinander auch reden können über Fußball, über andere Dinge auch. Es geht ja nicht immer nur über Fußball, aber man hat doch andere Argumente auch. Was hast du gestern gemacht und heute und was wirst du morgen und so weiter. Verschiedene Dinge, die man auch miteinander diskutieren könnte. Aber ja, das hat sich sicher enorm verändert und nicht zum Positiven, sondern zum Negativen. Man kann ja nichts mehr machen, ohne dass man etwas weiß. Also für die Journalisten ist es optimal, man weiß immer alles. Aber gewisse Privacy, die ist fast nicht mehr vorhanden auch. Ja. Und die Gesellschaft heute ist halt anders als früher. Das ist effektiv so. Dann Matthias Eicher. Herr Jakobacci, gibt es denn gewisse Regeln, die Sie bei 60 dann in dieser Hinsicht oder auch ganz allgemein präsentiert haben und können Sie uns die verraten? Ich habe noch nicht allzu viel in diese Richtung gemacht, aber die Zukunft ist schon so, dass ich gewisse Regeln dann implementieren werde, damit unser gesellschaftliches Beisammensein noch intensiver gelebt werden kann. Weil ich finde, es ist enorm wichtig, dass sich das Team enorm gut versteht miteinander, diesen Weg dann miteinander auch bestreitet und eben durch Zwischenziele größere Ziele dann auch erreichen kann. Herr Kubacki, Sie haben jetzt bis jetzt 5 Spiele, waren Sie als Übungsleiter an der Seitlinie gestanden, wenn man mal Ihre Spiele vergleicht, die Heimspiele und die Auswärtsspiele. Aus meiner Sicht haben mir die Auswärtsspiele besser gefallen, vor allem war die Mannschaft von der ersten Minute an da, daheim nicht so.
Mit was hängt es zusammen? Dass die Mannschaft vielleicht auswärts im Hotel zusammen ist, dass sie einschwören können, in München dagegen nicht. Ist das ein Aspekt, wo Sie sagen, da muss sich was ändern, damit wir wirklich den vollen Fokus eben auf den Sport haben? Gut, man kann es auch so interpretieren, eben die Situation, dass man im Hotel ist, auswärts und dass man dann zusammen ist die ganze Zeit. Aber ich würde das jetzt nicht an dem festmachen. Ich bin der Erste, der enttäuscht ist, dass sie zu Hause nicht mehr oder im Moment nicht mehr eine Macht sind. Weil ich glaube, es kann nicht sein. Mit diesem fantastischen Publikum, das wir haben, diese Fangemeinschaft, die wir haben, ist es nicht normal, dass wir zu Hause keine Macht mehr sind. Das verstehe ich nicht. Und da werde ich alle Hebel ansetzen, dass das wieder so wird. Weil es ist ein Potenzial, es ist ein wichtiges Potenzial, es ist eine Kraft. Und daheim müssen wir einfach wieder eine Macht werden. Mit so einem Publikum ist das etwas, was sein muss. Die Spieler müssen sich freuen, im eigenen Stadion auflaufen zu können, mit diesem Publikum im Rücken und nicht Angst, aber Respekt haben vom Publikum, das geht doch nicht. Respekt schon für die Leistung. Klar, ich muss Leistung abrufen können mit diesem Publikum. Und das gibt mir dann eine Synergie, ein Zusammenleben des Spiels, wo enorm wichtig ist, was eine Wucht ist. Und dahin müssen wir gelangen. Also, schöner als etwas so kann ich nicht haben. Ich weiß, wie es bei mir war in der Schweiz, wenn du vor 3.000, 4.000 Leuten spielst und Resultate erzielen musst, wo du selber diese innere Schweinehund überwinden musst, damit du auf deine Leistung auch kommen kannst. Aber mit einem Publikum im Rücken musst du schweben. Das muss dir eine zweite Luft geben. Das muss dem Gegner Angst machen, nicht das Gegenteil. Ja, morgen wird es ja wieder ein Heimspiel. Es werden bestimmt über 4.000 Löwenfans da sein. Also könnten wir das auch dann eben der Funke von der Mannschaft auf die Tribüne und andersrum auch, wäre dann eben eine Win-Win-Situation, oder? Ja, es ist sicher schön, wenn man weiß, dass mehr als 4.000 eigene Fans im gegnerischen Stadion sind. Klar, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele da im Stadion sein werden, aber ich glaube, das Stadion wird sicher gut gefüllt sein. Aber wie? 13.000. Ja, das ist fantastisch, wenn man vor so einer Kulisse spielen darf. Weil noch einmal, es ist schöner, in einem vollen Stadion zu spielen, wo man die eigene Stimme fast nicht mehr hört, als vor leeren Rängen zu spielen. Wie das trainiert man eine ganze Woche, dass man dann hier eben im Spiel dann die Leistung bringen kann. Und klar, es gibt immer einen Gegner, der vis-à-vis steht und den muss man bekämpfen, vor allem bekämpfen am Anfang. Und dann, klar, hat man auch den Ball und versucht dann aus dem Spiel heraus auch die bestmöglichen Aktionen zu starten und dann zum Tor hervorzukommen. Noch mal, Oliver? Marco Hiller, in Aue hat eine sehr gute Partie gespielt, gegen Borussia Dortmund zwei weniger. Was erwarten Sie von einem Torwart, der 26 Jahre alt ist? Dass er morgen der Hiller ist, der gegen Aue zum Beispiel gespielt hat und auch vorher die vorigen Spiele eigentlich gut gespielt hat, weil wir brauchen einen sicheren Wert im Tor, das ist ganz klar. Und ich muss das von unserem Torhüter erwarten können, denn ein sicherer Rückhalt hinten ist enorm wichtig. Also nicht nur für uns, für jede Mannschaft, ein sicherer Rückhalt ist enorm wichtig, weil es gibt dir einfach diese nötige Sicherheit, auch für die Verteidigung. Aber es gehört ein ganzer Verbund dazu natürlich.
aber er weiß es selber, dass er sicher nicht den besten Tag hat. Oder willst du das Mikro kurz abwarten? Das ist aber eine banale Frage. Ich wollte nur wissen, ob es Ausfälle gibt außer Rieder und Tallick. Gut, und die Kellner stellt also die Frage, ob es Ausfälle gibt außer Rieder und Tallick. Dann haben wir das auch auf Video. Danke. Nein, im Moment sind eigentlich alle an Bord. Das ist auch das Schöne dran. Schade für eben diese zwei Spieler. Aber der Rest des Teams ist eigentlich im Moment intakt. Ich hoffe, dass auch bis morgen so ist. Fanden Sie die Reaktion von Raphael Holzhauser positiv? Er kam rein. Natürlich war es für ihn einfacher, weil der Gegner war in seiner eigenen Hälfte gestanden. Aber ich finde schon, dass es ein positiver Auftritt zumindest war gegen Borussia Dortmund 2, wie er reinkam. Absolut. Also Holzhauser hat effektiv bewiesen und gezeigt, was für Qualitäten er spielerisch hat. Das muss er nicht unter Beweis stellen. Das wissen wir alle. Die Gründe, wieso im Moment er nicht in der Startelf ist, wissen wir auch alle. Es braucht andere Tugenden im Moment. Und ich wünsche mir natürlich auch, ihn so schnell wie möglich wieder spielen lassen zu können, weil eben das Ganze funktioniert, wie wir es uns wünschen. Aber noch einmal, im Moment sind andere Tugenden enorm wichtig, weil wir haben einfach zu viele Tore bekommen. Wir haben sie auch jetzt bekommen ohne Holzhauser. Aber die defensive Stabilität, an dem arbeiten wir immer noch. Und klar, ich hätte mir gewünscht, wirklich gewünscht, dass wir das schneller im Griff bekommen. Die Tore, die im Moment fallen, die fallen einfach zu einfach. Und das müssen wir einfach abstellen. Wenn wir dorthin gehen wollen, wo wir eben wollen, wir wollen gewinnen. Und um zu gewinnen, musst du defensiv, solid, stabil spielen und stehen. Und aus dieser Situation heraus werden wir dann auch wieder unsere Spiele gewinnen. Da bin ich mir 100% sicher. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Dann gehen wir doch nochmal mit dir weiter. Eine Frage, Herr Tiefenreiter-Bonci. Haben Sie denn die letzten Jahre irgendwie verfolgt oder jetzt zurückblickend auch mitbekommen, dass 60 gegen Ingolstadt ja öfter Duelle im Aufstiegskampf waren? Zum Beispiel eben als 60 im letzten Saisonspiel eine Niederlage in Ingolstadt eingefahren hat und dann eben nicht in die Relegation eingezogen. Ja, das weiß ich natürlich auch. Das ist mir auch bekannt. Ja. An dem kann ich natürlich nichts mehr machen. Wir haben morgen eine Chance, das Spiel noch einmal positiv zu gestalten, wissen, was es braucht, um dort bestehen zu können. Und all das werden wir versuchen, in die Waagschale zu werfen, um eben aus Ingolstadt zurückzukommen mit einem, wenn möglichen, Sieg. Aber Es braucht wirklich alle Dinge dazu, um eben diesen Sieg einfahren zu können. Kämpferische, der Härtetest, Zweikampfverhalten, offensiv wie auch defensiv, die spielerischen Komponenten. Also morgen ist auch für uns alle ein wegweisendes Spiel in sich, weil wir wollen auch wissen, hey, wo stehen wir jetzt? Können wir das Spiel gegen Dortmund vergessen machen und zeigen, dass wir eben von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde diese Konzentration, diese Spannung auf den Platz bringen, um eben das Resultat, das wir uns alle wünschen, erreichen zu können. Dann sage ich vielen Dank, wünsche euch und allen Löwenfans gute Anreise morgen nach Ingolstadt und dann sehen wir uns morgen Abend. Dankeschön. Danke euch. Okay.